Leute, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von den besten Karten in Yu-Gi-Oh!, dem Format, in dem ich euch in jeder Folge 5 Karten zeige, die ich persönlich zu den besten Karten in ganz Yu-Gi-Oh! Zähle. Bitte beachtet, dass ich in diesem Format hier maximal eine verbotene Karte pro Folge dran nehme, denn die sind ja relativ lame, also man kann sich zumindest denken bei den meisten verbotenen Karten, warum sie sehr gut sind. Deswegen will ich das Format nicht mit denen überfluten, aber eine verbotene Karte pro Folge ist möglich. Und ihr könnt mir gerne jederzeit in die Kommentare schreiben, welche Karten ich mal in diesem Format erwähnen soll und was ihr von den Karten haltet, die ich heute zeigen werde. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt mal an. Heute beginnen wir mit der Karte Psi-Hüllenpanzer Gamma, eine der besten Handtraps, die aktuell so rumlaufen. Ein Stufe 2 Lichtmonster mit dem Typen Psi und den Werten 1000-0. Und das Ganze ist ein Empfängermonster, was sehr wichtig ist. Und der Effekt kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden, muss durch einen Karteneffekt als Spezialbeschwörung beschworen werden und kann nicht auf andere Art als Spezialbeschwörung beschworen werden. Während des Spielzuges eines beliebigen Spielers, wenn ein Gegner einen Monstereffekt aktiviert, solange du keine Monster kontrollierst, du kannst sowohl diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand als auch IMC-Hüllentreiber als Spezialbeschwörung von deiner Hand, deinem Deck oder deinen Friedhof beschwören, und falls du dies tust, annulliere die Aktivierung, und falls du dies tust, zerstöre das Monster. Während der Endphase verbanne die durch diesen Effekt als Spezialbeschwörung beschworenen, offenen Monster. Das heißt, man kann die Karte quasi sofort specialen, wenn der Gegner irgendeinen Monstereffekt aktiviert, solange ihr quasi keine Monster kontrolliert. Das heißt, wenn der Gegner in seiner Runde, wenn er First geht, einen Monstereffekt triggert, um quasi irgendwas aufzubauen oder so, dann kann man mit Gamma das Ganze negieren, was schon mal sehr cool ist, aber dann verliert man Gamma und dem Psi-Hüllentreiber in der Endphase. Und der Psi-Hüllentreiber ist quasi ein Stufe 6er Beatstick, ein normales Monster, was man spielen muss, wenn man halt den Gamma spielt, damit diese Engine funktioniert. Den kann man auch totziehen, das ist dann halt blöd, aber das nimmt man gerne in Kauf, weil Gamma halt generell sehr stark ist, muss man einfach sagen. Monstereffekte zu negieren, bevor man überhaupt dran war, ist natürlich heftig. Aber es geht noch weiter, und zwar kann es passieren, und das ist dann richtig lustig, dass der Gegner in eurer Runde Monstereffekte triggert, beispielsweise Handtraps, und das, bevor ihr quasi irgendwas beschworen habt. Und dann passiert folgendes: Ihr negiert den Monstereffekt und dann könnt ihr aus Gamma und dem Hüllentreiber einfach mal so einen Psyflame Lord Omega bauen und dem Gegner noch eine Handkarte wegnehmen. Und das ist dann so krass, dass ihr wahrscheinlich gewonnen habt. Wirklich jetzt. Also das ist so heftig. Wenn das funktioniert in der eigenen Runde, ist das unfassbar böse, weil halt wie gesagt auch der Omega dann rauskommt. Und wenn der Gegner beispielsweise mit einer Ghost Ash euer Terraforming verhindern wollte und ihr das dann negiert mit Gamma und dann noch ein Omega baut, das kann sehr, sehr böse werden und dann kann der Gegner sich normalerweise davon kaum noch recovern. Das ist ein heftiger Schlag ins Gesicht. Und das ist halt eine Sache, für die Gamma steht. Die Sache ist nur die Karte ist dann tot, wenn ihr bereits Monster habt. Und das ist halt teilweise recht blöd. Wenn man die Karte später nachzieht oder so, dann kannst du sie nicht mehr wirklich einsetzen, weil du halt schon Monsterboard hast. Und dann, naja, ist es quasi eine tote Karte in der Hand. Also der Gamma kann auch mal schlecht kommen. Und er wird jetzt wahrscheinlich auch öfters mal durch Designator from the Grave ersetzt werden, diese Karte, die bald rauskommt. Die hatten wir in der letzten Folge und die kann quasi auch Handtraps negieren. Und das ist halt das Einsatzgebiet von Gamma eigentlich gewesen, sagen wir es so. Und dementsprechend wird die Karte jetzt so ein bisschen überholt, aber halt nicht überall. Und in dem Deck Psyframe ist die Karte natürlich nach wie vor sehr gut. Also definitiv eine Karte, die hier reingehört, keine Frage. Aber sie ist halt nicht mehr so heftig wie noch vor kurzer Zeit. Doch die nächste Karte ist auch nicht von schlechten Eltern, und zwar die Karte Beschworener Mechaba. Ein Stufe 9 Fusionsmonster mit der Eigenschaft Licht und dem Typen Maschine. Und den Werten 2500, 2100. Und beschworen wird die Karte mit Aleister und einem Lichtmonster und mit halt der Invocation, dieser Zauberkarte, aber dazu komme ich gleich nochmal. Und der Effekt: Once per Turn während des Spielzuges eines beliebigen Spielers, wenn eine Zauberkarte, Fallenkarte oder ein Monstereffekt aktiviert wird, du kannst denselben Typ Karte, Monster, Zauber oder Falle, von deiner Hand auf den Friedhof legen, annulliere die Aktivierung und falls du dies tust, verbanne die Karte. Dieses Verbannen ist übrigens nochmal besonders gut, weil hier kann man quasi die negierte Karte auch noch banishen, wodurch sie im Grave nicht mehr einsetzbar ist. Das ist meistens durchaus eine gute Sache. Aber grundsätzlich geht es natürlich darum, Karten des Gegners zu negieren, weil das ist quasi immer gut. Und das kann sich definitiv sehen lassen. Und die Sache ist, die Mechaba rauszubekommen in Invoked ist absolut kein Problem. Du normalst einfach den Aleister, der sucht sofort die Invocation. Und dann kannst du mit Aleister und einem Lichtmonster sofort den Mechaba bauen. Und das ist wirklich absolut kein Thema. Das kriegt man eigentlich immer hin. Und wenn du halt mal kein Lichtmonster hast, kannst du auch Pogachio bauen oder so. Also ein anderes Invoked-Fusionsmonster. Man hat eigentlich immer irgendeine Möglichkeit. Und mit dem Field Spell kann man sogar noch den Aleister raussuchen. Und mit Terraforming kannst du sogar noch den Field Spell raussuchen. Also Aleister hast du quasi in jedem Duell. Und die Karte ist auch noch im TCG auf 3. Also das ist so eine Engine, die in sehr vielen Decks auch gespielt werden kann, weil Mechaba und generell Invoked ist halt sehr, sehr mächtig. Und Mechaba ist halt das wichtigste Bossmonster, sagen wir es so. Es ist halt einfach der Negate.
Und es geht noch weiter, und zwar kann man im Grave dann den Effekt von der Invocation aktivieren und den gebannischten Aleister wieder der Hand hinzufügen, wodurch man nächste Runde nochmal einen Mechaber bauen kann oder halt einfach den Aleister abwerfen kann, um den Mechaber um 1000 zu stärken oder um durch Mechaber Effekte zu annullieren. Also man hat quasi wieder diverse Möglichkeiten, die dann enabled werden durch den Recycle. Und das ist einfach nur unfassbar böse. Und wenn du nächste Runde Aleister nochmal normalst, bekommst du wieder halt die Invocation zurück. Also das ist wirklich eine sehr starke Engine und Mechaber ist auf jeden Fall gut genug für dieses Format. Deswegen definitiv eine Karte, die hier noch fehlt. Auch wenn sie nicht zum stärksten Deckthema überhaupt gehört, ist das einfach extrem mächtig. Doch die nächste Karte ist natürlich auch mächtig, und zwar die Karte Drei Gatterzauberer. Und die Karte ist interessant, muss ich sagen. Das ist ein Link-3-Link-Monster mit der Eigenschaft Erde und dem Typen Cyburst. Und einem Pfeil nach oben, einen nach links und einen nach rechts und beschworen wird die Karte mit zwei oder mehr Monstern außer Spielmarken, also auf jeden Fall komplett generisch. Aber du musst halt schon ein bisschen Spam enablen, um die Karte rauszubekommen, vernünftig, aber das liegt am Effekt. Diese Karte erhält diese Effekte basierend auf der Anzahl der Monster, mit denen sie kreuzgelinkt ist, ja? Kreuzgelinkt bedeutet, dass quasi zwei Pfeile aufeinander zeigen. Ein oder mehr, falls ein Monster, das mit dieser Karte kreuzgelinkt ist, gegen ein Monster deines Gegners kämpft, wird der Kampfschaden verdoppelt, den es deinem Gegner zufügt, zwei oder mehr. Once per turn, du kannst eine Karte auf dem Feld wählen, verbanne sie, richtig guter Effekt. Drei, einmal pro Spielzug, wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, Schnelleffekt, du kannst die Aktivierung annullieren und falls du dies tust, verbanne die Karte. Und das ist halt der OP-Effekt, sag ich mal. Also irgendwas zu negieren ist natürlich heftig, muss man sagen. Die Sache ist nur die, du kannst die Karte nur dann effektiv rausbringen, wenn du sie wirklich auch konstant kreuzlinken kannst. Und das geht halt nicht in jedem Deck, aber es ist eine Karte, die durchaus eine sehr große Relevanz mittlerweile erreicht hat, weil man die sehr gut in Spam-Decks reinsplashen kann und da macht sie einen verdammt guten Job. Eines der besten generischen Link-Monster, wenn man die Karte effektiv einsetzen kann, sagen wir es so. Also das ist so eine Karte, die hätte ich nicht unbedingt in dieses Format mit reinnehmen müssen, aber ich denke, sie ist mittlerweile bekannt und wichtig genug, dass man sie hier erwähnen kann und sie ist wie gesagt auch ein Negate, sie kann Karten banishen, sie macht eine Menge Schaden gegebenenfalls. Und das sind durchaus gute Effekte, aber wie gesagt, dieses Kreuzlinken geht nicht überall, aber dennoch ist die Karte durchaus solide und gehört, denke ich, schon hier rein. Als nächstes haben wir eine normale Zauberkarte, und zwar die Karte Törichte Begräbnisbeigaben. Und diese Karte hier ist angelehnt an das originale Törichte Begräbnis, mit dem man halt Monster vom Deck auf den Friedhof gelegt hat. Und das hier ist quasi, ja, eine Alternative dazu. Lege eine Zauber- oder Fallenkarte von deinem Deck auf den Friedhof. Du kannst nur eine törichte Begräbnisbeigaben pro Spielzug aktivieren. Also quasi genau dasselbe, nur mit Spell oder Traps. Und das klingt erstmal relativ schwach, muss ich sagen, weil die meisten Spell oder Traps haben halt im Grave keinen Effekt. Aber mittlerweile gibt es halt ein paar, die durchaus Effekte haben. Und die sind nicht von schlechten Eltern. Man spielt die Karte beispielsweise in Spiral oder auch halt in Paläozoisch, wo man beispielsweise Paleo-Targets oder Lost Winds reinlegen kann. Und das ist halt durchaus nicht übel. Und in Spiral hast du halt durchaus gute Spell und Traps, die dann halt specialen können beispielsweise. Und das möchte man auch gerne mitnehmen, sagen wir so. Und naja, Foolish Burial Goods ist durchaus mittlerweile eine sehr wichtige Staple-Karte in wichtigen Decks, deswegen wollte ich sie auf jeden Fall mal zeigen. Sie ist absolut generisch und wird auf jeden Fall in Zukunft noch eine große Relevanz haben. Sobald wir wieder irgendwelche guten Spell oder Traps haben in absoluten Top-Meta-Decks, wird die Karte wieder in Top-Meta-Decks gespielt. Und dementsprechend hat sie auch noch jahrelang eine gewisse Relevanz und gehört auf jeden Fall in dieses Format hier. Solche generischen Karten gehören auf jeden Fall hier rein, das ist gar keine Frage. Und um diese Folge abzurunden, habe ich jetzt nochmal ein Synchromonster für euch, und zwar die Karte Antiker Feendrache, die jeder kennen sollte. Ein Stufe 7 Lichtmonster mit dem Typen Drache und die Werten 2100-3000 und beschworen wird die Karte mit einem Empfängermonster und einem oder mehr Nicht-Empfängermonstern, also komplett generisch. Und der Effekt, once per turn, du kannst ein Monster der Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Du kannst in dem Spielzug, in dem du diesen Effekt aktivierst, keine Battlephase durchführen, das ist ein bisschen blöd. Once per turn, du kannst so viele Spielfeldzauberkarten auf dem Feld wie möglich zerstören und falls du dies tust, erhältst du 1000 Life Points, dann kannst du deiner Hand eine Spielfeldzauberkarte von deinem Deck hinzufügen. Und das ist eine komplette Loop-Karte, das ist halt die Sache. Du kannst mit der Karte einfach Field Spells von dir selbst zerstören, dann ein paar Life Points generieren und dann bekommst du eine weitere Field Spell-Karte auf die Hand, quasi dieselbe nochmal und die kannst du dann wieder aktivieren. Die Sache ist die, vor einer Weile war das noch nicht so relevant, weil wir hatten bei den meisten Field Spells halt Once-Per-Turn-Effekte drin und das war nicht so tragisch, dass die Karte dann quasi geloopt werden konnte. Aber heutzutage bekommen wir immer mehr Field Spells, die einfach loopbar sind, weil die keinen Once-Per-Turn-Effekt haben, ja? So Sachen wie Spioral Resort oder auch so Sachen wie halt, und das darf man auch nicht vergessen, Union-Hunger.
Und das sind halt Karten, die man einfach loopen kann. Oder auch Trickster Light Stage meinetwegen. Ist jetzt hier nicht das perfekte Beispiel, aber auch die Karte ist nicht once per turn mit ihrem Sucheffekt. Und dementsprechend wird Antiker Feendrache immer mehr zu einer problematischen Loop-Karte. Und im OCG ist die Karte bereits auf 0 gegangen deswegen. Und ich vermute ehrlich gesagt, dass es auch passieren wird im TCG früher oder später, weil die Karte einfach auf Dauer viel zu gefährlich ist. Also die ist sehr, sehr gut, muss man einfach sagen. Die wird auch immer gut sein. Und sie wird auf die Dauer gesehen immer besser. Aktuell ist sie nicht komplett broken im TCG, aber das kann sich in den nächsten Monaten und Jahren schlagartig ändern. Und gut ist sie jetzt schon. Also gut genug für dieses Format ist sie auf jeden Fall jetzt schon. Und dementsprechend will ich die Karte auf jeden Fall hier mit reinnehmen. Man kann auch sagen, dass in so Deckkombinationen mit beispielsweise Destrudo dieser Lifepoint hier ziemlich gut ist. Diese Special Summon kann auch mal gut kommen. Also die Karte ist durchaus nicht übel. Man kann sie weglinken, wenn man sie nicht mehr braucht, was halt auch im Link-Format ein großer Vorteil ist bei der Karte. Und so weiter. Die Karte liegt da noch nicht tot da oder so. Und dementsprechend ist es schon eine Karte, die ich hier erwähnen muss. Und ich denke, dass wir die in ein, zwei Jahren irgendwann mal verboten haben werden. Und deswegen habe ich auch in der heutigen Folge keine andere verbotene Karte mit drangenommen, weil ich denke mal, wenn man sich das Video hier in der Zukunft anschaut, dann wird diese Karte hier irgendwann verboten sein. Da bin ich mir zu 99% sicher, weil die Field Spells werden einfach immer seltener once per turn. Und das ist ein Problem, denn Antiker Feendrache läuft halt draußen rum, ne? Das war's aber auch schon mit der heutigen Folge die besten Karten in Yu-Gi-Oh! Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Karten haltet, die ich heute erwähnt habe. Und ihr könnt mir gerne weitere Karten in den Kommentaren vorschlagen, die ich mal in diesem Format erwähnen soll. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.